Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Es ist mir eine große Ehre und Freude, heute einen Heilpraktiker hier zu haben, der 77-jährig ist, immer noch voll im Saft ist, immer noch berufstätig ist und heute einiges uns erzählen darf über die Dorntherapien. Und das, wie gesagt, große, schöne Freude für mich. Herzlich willkommen, lieber Helmut Koch. Danke, dass du heute angereist bist. Vielen Dank, Alexander, dass ich hier sein darf. Gerne, gerne. Wunderbar. Eine kleine Geschichte noch zu mir. Ich war mal früher ziemlich geplagt mit Rückenschmerzen. Eine Erinnerung, die ich nie vergesse, war so im 90-Grad-Winkel. Wow. Ging ich zum Dorntherapeuten, irgendwo nach Zürich, hat einen Notfalltermin gemacht. Ich ging also wirklich 90-Grad-Winkel rein und eine Stunde später kam ich gerade ohne Rückenschmerzen raus. Ja. Das war für mich ein Wunder. Hat mir dann noch so Übungen gezeigt, wie ich da an der Türe, an der Ecke, so noch weitere Bewegungen machen muss. Aber ich muss sagen, es ist unglaublich wichtig, dass die Zuschauer wissen, was Dorntherapien ist. Das ist der Begründer dieser Dornmethode, Dieter Dorn, der immer gesagt hat, krumm kommt es rein und gerade gehen sie wieder raus. Das ist normal. Tatsächlich. Also es gibt jetzt immer mehr Dorntherapeuten. Ich weiß aber nicht, ob jeder Dorntherapeut wirklich ein ausgebildeter Dorntherapeut ist. Ist das geschützt oder? Nein, es ist überhaupt nicht geschützt, sondern wir haben diese Methode von den Bauern aus dem Allgäu, Dieter Dorn, gelernt. Nicht nur ich, sondern viele andere auch. Und wir haben ganz bewusst diese Methode Dorn völlig freigelassen. Also wir sind der Meinung, dass jeder das machen kann, wie er will. Es gibt keine Kontrolle und es gibt keine, jeder kann das Beste, wie er es kann, machen, ohne dass wir etwas dagegen tun würden, weil wir es einfach freilassen. Mhm. Dorn ist für alle da. Wir möchten gerne, dass Dorn irgendwann mal so eine Volksheilmethode ist, wo jeder in seiner Familie selbst das machen kann, weil diese Methode ist so unendlich einfach und so frei von irgendwelchen Fehlern oder irgendwelchen Gefahren, dass wir es mit gutem Herzen jedem zeigen können. Mhm. Wir machen zweitägige Seminare und ohne jegliche medizinische Vorkenntnisse kann jeder diese Methode Dorn lernen. Und wenn er es gut macht und sich gut einpasst und sein Herz öffnet und mit dieser Methode so anwendet, können die das. Mhm. Es gibt natürlich Unterschiede. Manche sind besonders begabt, manche brauchen ein bisschen länger. Aber Unterschiede gibt es natürlich schon. Mhm. Aber wer das so macht, wie wir es lernen, kann es an sich und an anderen anwenden. Ist es nur für den Rücken Dorntherapien oder gibt es noch andere Bereiche des Körpers, die man auch drückt? Also Dorn ist speziell so, dass wir uns nur auf das Knochengerüst konzentrieren. Also wir wissen alle, dass wir ein Skelett, ein Knochengerüst in uns drin haben. Und die Aufgabe von Dorn ist einfach nur, sorge für Ordnung, für Symmetrie. Wir sind nun mal ein symmetrisches Wesen. Und wenn wir hier mitten durchschneiden und so, dann haben wir rechts und links alles gleich, knochenmäßig. Und das wollen wir einfach schaffen, dass die Menschen ein gerades Becken haben, gleich lange Beine, eine gerade Wirbelsäule, gleichmäßige Schultern, Kopf gerade und alle Wirbel an der Ordnung. Und wenn man das schafft, gehen die Leute ohne Schmerzen gerade wieder raus. Das ist normal. Also wir konzentrieren uns nur auf Knochen. Und wir wissen aber, dass die Wirbelsäule etwas sehr Zentrales ist im Körper. Da ist das Rückenmark drin. Und von Blockaden in der Wirbelsäule gehen sehr viele Impulse, positive oder auch nicht positive, zu den Organen. Also ein verschobener Wirbel hat dann eine Beziehung zu einem bestimmten Organ. Also wir haben dort auch Poster gemacht, wo es genau drin steht. Und wir wissen halt, dass jeder Wirbel hat eine Beziehung zu bestimmten Organen. Und wir haben einen Herzwirbel, einen Leberwirbel, einen Nierenwirbel. Und wenn diese Wirbel über längere Zeit verschoben sind, sprich blockiert sind, macht es Probleme in dem Organ. Und so haben wir schon fantastische Erlebnisse gehabt, dass Leute wirklich schon Herzprobleme haben und der Kardiologe findet nichts. Und die werden schon abgestempelt als psychisch irgendwie krank oder was auch immer. Und sie kommt zu uns. Wir sehen, zweiter ist der Herzwirbel, Brustwirbel und dritter Lungenwirbel ist verschoben. Wir korrigieren das auf unsere simple Art und Weise. Die stehen auf und haben keine Probleme mehr. Schlagartig. Und das erleben wir ständig in unseren Praxen. Und das ist das Wunderbare, wo wir sagen müssen, also egal was für Krankheiten die Leute haben, erst das Knochengerüst in die Ordnung bringen, da hat man schon ganz viel geordnet hat. Und wenn das noch irgendwas ist, was noch nicht in Ordnung ist, dann kann man
auch alle anderen Methoden anwenden. So sehen wir das. Das ist so vom Groben zum Feinen. Und das Allergrobste, das Festeste im Körper sind immer die Knochen und die Gelenke natürlich. Und wenn man die allein in Ordnung bringt, nach dieser einfachen Dornmethode, hat man so unendlich gute Erfolge bei vielen. Es gibt sicherlich Situationen, wo es nichts nützt. Also bei Krebserkrankungen zum Beispiel oder bei anderen systematischen Krankheiten, die mehr psychisch bedingt sind oder auch immer, oder Stoffwechselerkrankungen, dann kann man zwar auch Dorn machen, die fühlen sich auch wohler, aber das Problem ist damit nicht gelöst. Dann muss man andere Dinge machen. Also ich selber hatte wirklich Dutzende von Physiotherapien, die mir eigentlich für den Rückenschmerzen nie was gebracht haben. Ja, ich habe Spritzen gekriegt, wie nie was gewirkt, also nur kurzfristig. Ja. Aber seit ich diese Dorntherapien gelernt hatte, war es eigentlich auch vorbei mit dem Schmerz. Ja, das ist normal. In Zusammenhang noch mit Qigong habe ich noch gemacht. Ja, ist schön. Das ist mehr so die geistige Art, die energetische Atmung. Ja. Es spielt ja auch eine Rolle, wie man mit seinen eigenen Energien umgeht. Das ist dann die nächste Ebene. Und bei den Physiotherapeuten und bei all denen, die arbeiten an den Muskelbändern, Sehnen, Faszien. Das ist ein hochkompliziertes System, das uns ja bewegt. Das brauchen wir ja auch. Aber wenn man sich damit beschäftigt, muss man erstmal 3 Jahre studieren. Wir brauchen nur 2 Tage studieren, um das zu können. Und die versuchen jetzt über die Muskelbänder, Sehnen, Faszien wieder Ordnung herzustellen. Das ist manchmal ein komplizierter Weg. Das dauert auch viel länger als bei uns. Und ist auch eine Möglichkeit, aber es ist eben anders. Woran ich mich auch noch erinnern mag, ist, als ich auf der Liege lag, hat er mir die Beine so raufgetan und festgestellt, dass das eine höher ist als das andere. Ja. Ich weiß nicht mehr, was er dann gemacht hat, irgendwie 2, 3 Übungen und plötzlich kamen die Beine dann wieder gleichmäßig nach oben. Das heißt, da war was verschoben, oder? Nein, wisst ihr so, wenn wir jemanden nach Dorn behandeln, dann fangen wir immer damit an, dass wir die Menschen bitten, sich auf eine Liege zu legen. Und das Becken, diese Region, ist für uns so das Zentrale. Das Becken besteht ja aus 3 Teilen, einmal den beiden Beckenschaufeln, dem Kreuzbein. Und dieses Becken ist ja nicht starr, ist ja ständig in Bewegung. Wenn ich sitze, es bewegt sich ständig. Und wenn man lange Zeit gesessen hat und das Becken ist verdreht, so sehen wir das, dann macht es auch einen Beckenschiefstand. Und die maximale Verdrehung bedeutet, dass wenn wir jemanden hinlegen und wir nehmen die Beine hoch, ragt ein Bein manchmal bis zu 3 Zentimeter höher als das andere Bein. Einfach nur, weil sie da liegen und wir nehmen die Beine hoch. Und wir wissen eben, wir sagen dann, ah, schauen Sie, Sie haben ein längeres oder ein kürzeres Bein, aber in Wirklichkeit stimmt das ja gar nicht. Sondern mit diesen Beinlängen testen wir nur die momentane Situation im Becken, wie der da liegt. Und wenn man mit einem verdrehten Becken da liegt, ist eben ein Bein 3 Zentimeter höher als das andere. Und dann machen wir eine Übung, die wir von Dieter Dorn, dem Bauer aus dem Allgäu, gelernt haben. Das ist eine Übung. Er hat immer gesagt, schieb dein Hüftgelenk wieder rein. Er hat gemeint, das Hüftgelenk sei rausgerutscht. Und diese Übung ist perfekt, ist ideal, die ist wirklich, die haben wir nie geändert. Das ist eine so einfache Übung, wo man seine Hand hier hinnimmt, ein bisschen zieht und dann das Bein streckt. Genau. Und dabei passiert Folgendes, wenn man diese Bewegung macht mit dem Oberschenkel und eine Kraft an dem Oberschenkel ansetzt, dann gibt es einen Drehmoment. Eine Bewegung und eine Kraft ist immer ein Drehmoment. Und das macht das Becken, was so verdreht ist, wieder gerade. Also ist jeder gut beraten zu Hause, einfach mal die Hand unter das Bein zu nehmen. Ja, an der richtigen Stelle, nicht da, wo Sie es jetzt haben. Das ist nicht in Ordnung. Man muss es am Femur haben, am Oberschenkelseiten hier. Ja. Und das zeigen wir den Menschen. Mhm. Und wir zeigen ihnen, wie das geht. Und dann haben sie, wie gesagt, nach 1 Minute gerade Beine. Aber hatten sie ja so immer, die Beine waren immer gerade. Aber das Becken ist plötzlich gerade. Und das gerade Becken ist überhaupt die Basis für eine gerade Wirbelsäule und für ausgeglichene Beine. Ein ständig schiefes Becken, was ja viele Leute haben, gibt Rückenschmerzen, oder? Bedeutet eine Unordnung nach unten, Knieschmerzen, Venenprobleme, sonst irgendwas. Und nach oben, die Wirbelsäule ist ja keine Stange, das sind ja alles einzelne Wirbel. Und wenn die Basis von dieser Wirbelsäule nicht gerade ist, sondern ständig so oder so, dann wird die Wirbelsäule sich anpassen und auch so machen. Und jede kleinste Verschiebung, wenn es nur ein Millimeter ist, dass die Wirbel aus der Ordnung herausgerutscht sind, macht ein Problem. Zunächst macht es natürlich Schmerzen. Das heißt, der Körper gibt durch Schmerzen uns bekannt, dass da was nicht stimmt. Bei Ischias ist es genauso. Dass dieser typische Schmerz, der entlang des Nervens, des Ischiasnervs entlang geht. Und da wissen wir immer, ja, bei Ischiasnerv, der 3., der 5. und der 4. Lendenwirbel, aus denen kommen halt diese Nerven raus,
ist verschoben. Das sind die untersten Wirbel. Und wenn wir denen auf eine sanfte Art wieder reinschieben, stehen die auf und sagen, Schmerz ist weg. Obwohl sie schon, wer weiß, wie lange Probleme hatten. Ja, wie gesagt, ich habe es ja selbst erlebt. Ich weiß dieses Wunder. So toll. Ja, total. Wunderbar. Aber ich möchte da noch mal sagen, mir wurde empfohlen, extra da zu einem Spezialisten nach Zürich zu reisen, weil der anscheinend sein Fach gut versteht. Ich meine, du bist Heilpraktiker und hast das auch noch gelernt. Kann ich denn einfach allen Leuten vertrauen, die einfach Dorntherapien anstehen, oder muss ich darauf achten, wo es gelernt hat? Ja, also es ist so, es gibt sicherlich große Unterschiede, denn jeder ist ein typischer Mensch für sich. Jeder Mensch hat seine andere Art und Weise, auch wenn man eine Ausbildung gemacht hat. Jeder kombiniert das mit den Methoden, die er auch kennt. Und so gibt es natürlich schon Unterschiede. Und so habe ich es auch schon erlebt, dass jemand sagt, er macht Dorn und ich gehe hin und schaue mir das an. Und ich schaue hin und denke, komisch, das kenne ich ja überhaupt gar nicht. Also was der da macht, ist irgendwie was anderes. Und dann sage ich, ist das Dorn? Ja, ja, das ist Dorn. Habe ich so gelernt. Das ist völlig daneben. Und dann ist es eben manchmal, dass die dann nicht so die Erfolge haben. Mhm. Und deswegen haben wir Standards aufgestellt, was unbedingt Dorn ist. Und das erwarten wir von allen, die von uns die Ausbildung gemacht haben, dass sie es auch so machen. Und wenn man die Grundprinzipien nach Dorn einhält, hat man Erfolg. Gut, und wie lerne ich das oder wie weiß ich das, dass jetzt dieser Therapeut entsprechend diese Voraussetzungen... Indem Sie rausgehen und sich wohlfühlen. Ja gut, aber dann habe ich natürlich die Katze schon im Sack gekauft. Macht nichts, das ist Ihre Lernerfahrung. Und wenn Sie rausgehen und Sie haben immer noch Schmerzen, dann wissen Sie, das war nicht so doll. Mhm. Dann müssen Sie eben zu einem anderen gehen. Und ich habe seit vielen, vielen Jahren in Deutschland, oder nicht nur in Deutschland, eigentlich ganz Europa, eine Internetseite, das nennt sich dornfinder.org. Und da haben wir seit 30 Jahren immer alle Leute, die bei uns ausgebildet worden sind, dort reingestellt. Also wir haben sie vorher auch geprüft, ob sie es können. Und Gesundheit. Vielen Dank. Das ist wichtig. Alles live. Ja. Und Entschuldigung. Und wenn jemand Dorn behandelt werden möchte, dann kann man in diese Liste schauen und schauen, ob jemand in der Nähe, wo man wohnt, auch da ist. Dornfinder.org heißt die. Gut. www.dornfinder.org. Ja. Da kann man die Postleitzahl oder Schweiz eingeben, bekommt dann die Postleitzahl und kriegt die Leute, die in der Nähe, wo er wohnt, sind. Weil wir möchten ja, dass die Leute nicht so weit fahren müssen. Ja. Es hat keinen Zweck, dass jemand hunderte von Kilometern zu mir fährt, behandelt und 100 Kilometer zurück. Mhm. Die sitzen dann wieder im Auto. Und das ist ja eben das auch, wenn wir den Menschen dann die Behandlung gemacht haben. Das nützt nichts, wenn Sie nicht die Selbsthilfeübung machen, die wir Ihnen geben, wie man selbst sein Becken wieder korrigieren kann. Ja. Und alles das, was ich als Therapeut an jemanden mache, können die an sich selbst auch machen. Die haben ja auch Hände. Man kann sich fast überall selbst drücken. Und wir haben ein ganz ausgeklügeltes System von Selbsthilfeübungen nach Dorn entwickelt. Und das zeigen wir den Menschen. Mhm. Wir zeigen natürlich nur die, die für Sie gerade im Moment wichtig sind. Ja. Bei mir war es am Türrahmen. Ich musste am Türrahmen schön auf der rechten oder linken Seite und dann entweder der rechte Fuß schaukeln oder der linke Fuß schaukeln. Das ist eine Methode, die Dieter Dorn damals in Frühzeiten gelehrt hat. Es geht auch so, aber wir haben inzwischen andere Methoden, wo man keinen Türrahmen braucht und das geht genauso gut. Und das ist, also ich finde es sogar effektiver, weil ich habe nicht überall einen Türrahmen, aber meine Hände habe ich überall dabei. Ja. Und mit den Händen kann ich praktisch mir selbst so gut helfen. Also. Mhm. Und es gibt eben Übungen, von denen erwarte ich einfach, dass die Leute sie bis ans Lebensende praktisch immer wieder machen. Oder das andere ist, nie wieder sitzen. Denn für mich ist das hier das Zentrale. Und wenn ich sitze, ist mein Becken verdreht. Und wenn ich aufstehe, zum Beispiel, dann geht das Becken wieder gerade. Mhm. Aber manchmal geht es eben nicht, dann klemmt es. Und dann macht das Becken Schiefstand. Mhm. Und wenn ich eben ein schiefes Becken habe, ist ein Bein länger, dann fängt das ganze Theater an. Mhm. Und das ist nur eine Frage der Zeit, bis dann Rückenschmerzen kommen oder eben Probleme in den Organen. Also da braucht keine nicht viel Zeit, diese Übungen täglich zu machen? Nein, das sind nur Sekunden. Und so ist die wichtigste Übung eben, immer dann, wenn man ins Bett geht, schon im Bett liegt, sollte man diese Übung machen. Entweder mit der Hand oder mit dem Handtuch. Wir zeigen diese Übung. Aus dem Grunde, weil wenn man sich da ins Bett legt, jeder Mensch muss 5, 6, 7 Stunden tief schlafen, um gesund zu bleiben. Der Schlaf ist eigentlich das Wichtigste. Aber im Schlaf passiert ganz viel. Der Körper fängt sofort an, den Körper wieder in Ordnung zu bringen. Die Energie aufladen, wieder zu reinigen. Und wenn man mit einem schiefen Becken im Bett liegt,
kann der Körper nichts machen. Der bleibt einfach so schief. Wenn man aber dann die Übung mit den Selbstübungen sein Becken gerade macht, wird der Körper die ganze Nacht anfangen, die Muskelbänder, Sehnen, Faszien, dieses komplizierte System, selbst in die Ordnung zu bringen. Das ist faszinierend. Und deswegen raten wir jedem, auch wenn man überhaupt keine Schmerzen hat, trotzdem, jedes Mal, wenn ich mich hinlege, mache ich die einfache Übung nach Dorn. Und wer das macht, den sehe ich in der Praxis nicht mehr. Das ist eine perfekte Präventionsmaßnahme. Ja, jetzt möchte ich dich aber gerne fragen, direkt auch an die Zuschauer gerichtet, welche Symptome haben die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, die möglicherweise einmal einen Dorntherapeuten aufsuchen sollten, um einfach aus dieser Symptomproblematik herauszukommen? Wir reden von Rückenschmerzen, du hast Ischias gesagt. Ja. Was war noch? Ja, oder eben Hals, dass sie ihren Kopf nicht drehen können, Kopfweh, dass sie ihre Schultern, sie ihr Arm nicht kriegen können. Sie haben Knieprobleme, sie haben im Fuß Probleme. Sie haben einseitig vielleicht Lymphproblematiken, die nur einseitig sind. Sie haben mit der Blase Probleme, chronische zum Beispiel. Also sie haben, also gerade dann, wenn sie ein inneres Problem haben, sie gehen zum Doktor und der Doktor findet nichts. Und sie haben aber das Problem. Dann ist immer ein Zeichen, dann sollte man eigentlich mal seine Wirbelsäule kontrollieren lassen. Denn das ist, dass wir eigentlich bei allen Krankheiten immer erst schauen, die Wirbelsäule gerade und das Becken ausgeglichen, da hat man, die meisten Sachen verschwinden einfach so. Ja, verstehe ich völlig. Ohne Medikamente. Ja. Also, so wie ich noch informiert bin, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gibt es auch viele Zusatzversicherungen, Krankenkassen, die da Dorntherapien auch bezahlen. Wie ist das in Deutschland? Ja, auch. Also auch da muss man dann eine Rechnung ihnen geben und dann können sie das wieder zurückbekommen. Das ist bei vielen. Also nicht bei den, bei der AOK, bei der Allgemeinen Ostkrankenkasse, da geht es nicht. Die machen das nicht. Hm. Die sind sehr mit der Schulmedizin verbunden, aber alle Zusatzkrankenkassen, die zahlen auch sowas. Super. Jetzt habe ich noch die andere Frage, wenn ich schon die Chance habe, einen weisen Mediziner, sage ich jetzt mal so, hier haben zu dürfen, der eben dies schon lange praktiziert, nicht nur Dorn, sondern auch als Heilpraktiker. Ich höre immer wieder viele Leute, die auch Nahrungsergänzungsmittel ihren Patienten empfehlen. Ja. Und manchmal weiß man wirklich nicht mehr, so von diesen vielen Bäumen, die man sieht, sieht man den Wald nicht mehr. Was ist so ein bisschen dein Geheimtipp? Gibt es Dinge, die man wirklich nehmen sollte, wo einem gut tut, oder auf was achtest du da? Also in erster Linie rate ich natürlich immer eine möglichst gute Ernährung. Also möglichst kein Fleisch, kein Zucker, kein weißes Mehl oder reduziert und eben dann auch nicht zu viel essen, sondern nur so viel, bis man satt ist und dann aufhören. Und regelmäßig. Also das ist so die Grundversorgung. Und dazu gehört natürlich auch Vitamine. Das muss man, ich finde, heute ist notwendig, dass man zu den Nahrungsergänzungen, dass man eben Vitamin C und Vitamin E, gerade jetzt, wenn die Sonne scheint, braucht man das nicht, aber sonst zunimmt und dass man eben sich auch mal, wenn man ein Problem hat, untersuchen lässt, wo hat man Mangel, Eisen und solche Zink und solche Dinge, das sollte man schon machen. Da gibt es ja ein großes Angebot. Und es ist ja nicht verkehrt, wenn man was macht, was nichts nützt. Aber es schadet ja nicht. Ne? Aber es kann sehr hilfreich sein. Und da gibt es eine ganze Reihe von Nahrungsergänzungen, die ich sehr gut finde, die ich selbst auch nehme, wenn es mir gut tut. Ich habe so eine bestimmte Art, wie ich das teste, ob es für mich gut ist. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Da hast du mir kurz erzählt, das ist ja auch ein nachkinesiologischer Test, den du machst. Ich kenne den, mache ich manchmal auch. Ja. Dann kann ich mir da das Gemüse auswählen. Ja, entweder falle ich vorne runter oder hinten, stimmt. Oder? Ja, genau. Genau. Und du hast das ja auch schon gemacht mit Nahrungsergänzungsmitteln, hast du mir gesagt. Ja, das ist ja der Test, das ist ja der praktisch der Test mit unserem Körper, wie man schauen kann, ob etwas für einen Körper bekömmlich ist oder nicht. Ne? Und ich nehme einfach diese Nahrungsergänzung, ob ich nur den Honig aus dem Fach nehme, was auch immer, und frage meinen Körper, ist es gut, wenn ich den jetzt essen würde? Und wenn es was Positives ist, dann zieht mich der Körper, ohne dass ich es will, nach vorne. Körperschaukel heißt das. Aber manchmal nehme ich was, und ich nehme es und der Körper zieht nach hinten. Ja. Dann sagt es, nein, lass es nicht. Das ist und einfach für dich entscheidend der richtige Entscheid, oder? Ja. Heißt nicht für andere, aber für dich. Ja, und wichtig ist dabei, dass man in dem Moment nichts will. Man muss seinen Willen ausschalten können.
Einfach nur fragen und hören, was der Körper sagt. Und er ist sowas von, er kriegt immer eine Antwort, wenn ich so nach vorne nach hinten gehe. Und das ist faszinierend und es funktioniert bei mir immer. Und so kann man nicht nur Nahrungsmittel, man kann Räume, man kann alles. Also es gibt eigentlich nichts, was man nicht testen könnte, um gut über die Runden zu kommen. Was ich immer wieder höre hier in diesen Runden auch, ist das Thema Heidelbeeren. Ja. Wo so starke antioxidative Kräfte hat und dieser immer höheren Schar von freien radikalen Angriffen auf unseren Körper entgegenzuwirken. Wie siehst du diese Sache? Ja, das Thema Übersäuerung im Körper ist ja ein großes Thema. Das ist ja wohl auch die Basis für schwierige Krankheiten, Krebs und solche Sachen, Übersäuerung im Körper. Und da sind natürlich die Antioxidantien eine Möglichkeit, um die Säure im Körper zu reduzieren. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, Vitamin C und eben auch diese Blaubeeren, auf natürliche Art gewachsenen Blaubeeren, die ich dann vor kurzem mal so ganz gravierend mir vorgestellt worden ist und ich wirklich fasziniert war, wie ich das zum ersten Mal so eine Probe Blaubeeren in die Hand genommen habe und getestet habe, wie mein Körper also fast schon umgefallen ist, so stark hat er reagiert darauf. Und dann habe ich es eben genauer angeschaut und mir entsprechende Bücher besorgt und gesehen, dass das eine ganz, ganz gute Möglichkeit ist und dass ich davon überzeugt bin. Ich nehme das selbst jetzt auch. Ich habe es auch schon Patienten empfohlen. Und wie alles ist, wenn man etwas neu erfährt, muss man es ausprobieren. Erst an sich selbst und dann möglichst an anderen Menschen. Mhm. Ich sehe, die haben das Probleme, sie haben das und das Problem. Ich sage, bitte nehmen Sie es doch mal und schauen Sie mal, wie es dann geht. Und dann warte ich 4 Wochen und schaue. Und viele, also es sind schon etliche, die mir dann gesagt haben, ja, das ist eine tolle Sache, mir geht es viel besser, ich fühle mich plötzlich wohler. Und alles, also bei jedem ist es anders. Mhm. Also das hat mich wirklich sehr überzeugt. Ist da jede Heidelbeere Heide Heidelbeere oder ist das eine spezielle Art und Weise vom Wachstum, die diese Blaubeere hatte? Also in den Büchern und die Information, da hieß es, die natürlich gewachsene Heidelbeere hätte diese Substanz drin. Mhm. Ich habe daraufhin dann mal Heidelbeeren bei Lidl und so gekauft, gibt es ja auch so in diesen Bechern, ne? aus der Türkei und aus sonst woher. Also wunderschöne große Heidelbeeren. Und dann die mal getestet und dann habe ich festgestellt, das ist ein ganz schöner Unterschied zwischen den natürlich gewachsenen und diesen. Also wenn ich jetzt im September, Oktober, werde ich also in den Schwarzwald gehen und werde mal Heidelbeeren mal suchen, natürlich gewachsene, und dann den direkten Test mal mit denen machen. Aber dieser Extrakt der Heidelbeere von den natürlich gewachsenen, die ich jetzt seit von der Firma Blue Antox mal jetzt genommen habe, das hat mich jetzt in den letzten Monaten also sehr überzeugt. Und jetzt warte ich einfach mal auf natürlich gewachsene Heidelbeeren, dann werde ich diesen Test auch machen. Mhm, toll. Lieber Helmut, ich finde das so toll, wenn du da bist und mit uns so deine Weisheit auch teilst, insbesondere jetzt eben auch die ganze Geschichte über Dorn, was ich einfach nur ein Geschenk finde, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, zu erfahren und zu hören, dass für welche Krankheitsbilder oder Symptomatiken es entscheidend ist, es anzuwenden. Und nochmals, du bist 77, du bist total gesund, sitzt hier, willst noch 20 Jahre weiter praktizieren, hast du mir gesagt. Und eben ältere Herren sind für mich einfach ein Ausdruck von Weisheit. Und darüber bin ich sehr, sehr dankbar, dass du diese Weisheit uns geschenkt hast und eben den Zuschauern vermittelst. Herzlichen Dank. Das ist ja das, was ich gerne mache, Großartig, super. Was nützt es, wenn man alles gelernt hat, muss es ja weitergeben. Das ist ja unsere Aufgabe. Das Ziel. Ja, ich meine, du warst ja auch noch Präsident des Vereins von Dorntherapeuten in Deutschland. Die Deutsche Gesellschaft für die Dornbewegung haben wir vor 5 Jahren gegründet. Und da war ich lange Jahre der erste Vorsitzende, wie das in Deutschland heißt, und habe das eben geleitet und aufgebaut. Okay. Nochmals, Helmut, danke herzlich, Alexander, für diese Sendung, war mir eine Ehre. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hoffe ich, dass ich Ihnen mit dieser Vorstellung der Dorntherapien einen großen Gefallen machen durfte. Ich für mich habe meine Erfahrung gemacht, ich kann es nur sagen, es ist genial, speziell bei Hexenschuss, es ist ein Segen. Schön, wunderbar. Wünsche Ihnen alles Gute, bis zu einem anderen Mal. Dankeschön. Und auf Wiederhören miteinander.